Hi, schön, dass ihr da seid. Super, dass ihr da seid. Wir, der Wölfi, hey Wölfi, vielleicht winkst du mal, yeah, yeah, yeah. Und ich, die Steffi, hallo, hallo, ich bin die Yoga-Trainerin von den Wölfen. Wir laden euch, dich, jetzt ganz herzlich zu einer kleinen Yoga-Session ein. Und vor allen Dingen der Wölfi hat mir verraten, dass er total aufgeregt ist, weil er Yoga noch nie gemacht hat, ne? Okay, so, was ganz wichtig ist, ist, dass du Spaß hast, dass du kannst jederzeit eine Pause machen, du kannst jederzeit was trinken, du kannst auch einfach mal ablegen und nur zuschauen oder ausschalten und später wieder anschalten, so wie du möchtest. Ich würde mich freuen, wenn du das vielleicht ab jetzt dann immer mal wieder üben würdest. So, unser Thema, also Wölfi und ich haben das vorbereitet, wir wollen heute so ein paar Tiere nachahmen mit unserem Körper und auch vielleicht noch ein bisschen was anderes. Und vielleicht entdeckst du dann auch noch mal neu, welches dein Lieblingstier ist. Du kannst sehr deutlich sehen, dass mein Lieblingstier eine Katze ist. Ja? Gut, und bevor jetzt Langeweile entsteht, legen wir gleich los. Ja? Wir müssen uns natürlich warm machen. Okay, Wölfi? Yes, Daumen hoch. Gut. Wir strecken mal die Beine lang nach vorne. Super. Fingerkuppen stellst du auf oder deine Fäuste oder deine Hände. Genau, so wie der Wölfi das macht. Wunderbar. So, und dann stellst du dir mal vor, dass du mit deinen Zehen Zitronen zerknautscht. Ja, das sind so die sogenannten Zitronenzehen. Das kannst du bei Wölfi so semi-gut sehen. Bei mir siehst du es ein bisschen besser. Und dann streckst du deine Zehen und spreizst deine Zehen. Du kannst deine Zehen ein bisschen ranziehen. Genau, zieh mal deine coolen Schuhe ein bisschen zu dir. Genau. Und dann machst du wieder so Zitronenzehen. Oh, ganz tüchtig zusammendrücken. Und wieder spreizen. So, und weil das jetzt ein bisschen langweilig wird, nimmst du dein Gesicht mal dazu. Das kannst du auch besser bei mir sehen als beim Wölfi. Sorry, Wölfi. Ja, und du stellst dir vor, du beißt, während du die Zitronenzehen machst, in so eine Zitrone. Und wenn du jetzt deine Zehen spreizt und zu dir ziehst, dann stellst du dir vor, du bist ein Löwe und machst so. Streckst die Zunge raus, genau. Und nochmal Zitronenzehen und das schmeckt so ganz. Und ach, und dann machst du mal eine kleine Pause und machst mal den Rücken ganz rund und lässt deinen Kopf ein bisschen hängen, weil manchmal ist ja jetzt ein Moment auch ein bisschen öde, so, weil wir müssen alle zu Hause bleiben. Aber das macht ja nichts. Gut, und jetzt gehen wir ein bisschen weiter und wir kümmern uns noch ein bisschen um unsere beiden schönen Füße, okay, Wölfi? Gut. Ja, und jetzt fangen wir mal an, die Füße ein bisschen zu kreisen. Ja? So. Und so wie es für dich richtig cool ist, kannst du vielleicht beide Füße gleichzeitig kreisen, vielleicht sogar in unterschiedliche Richtungen. Ja, da merkst du, der Wölfi ist auch nicht so cool da drin, er ist auch ein bisschen durcheinander. Vielleicht dann erstmal einen Fuß, dann den anderen Fuß. So je nachdem, da geht es überhaupt nicht darum, dass du das perfekt machst, sondern vielleicht merkst du, wie es ein bisschen zieht. Ja? So, und das wollen wir. Und dann kannst du jetzt mal deine Hände dazu nehmen. Die Hände kreisen, die Finger bewegen, ja, die Tatzen. Darf ich Tatzen dazu sagen? Ist das okay zu deinen Händen oder sind das eher Hände? Wir sagen mal Hände. Ja? Auch Hände. Und dabei kannst du deine Finger ein bisschen bewegen. So. Und kannst dir schon mal vorstellen, welches Tier das auch macht. Ja? Und wenn du magst, kannst du deinen Rücken dazu bewegen. Ah, und deine Schultern und deinen Kopf. Und plötzlich, ganz, ganz plötzlich, bist du komplett in Bewegung. Ja? Und dabei kannst du dann auch deinen Kiefer ein bisschen bewegen und deine Augen und du kannst ein bisschen Gesichtsgymnastik machen. Ja, und das darfst du natürlich, wenn du in der Schule bist oder so, ist das ein bisschen doof, aber jetzt zu Hause oder wo auch immer du gerade bist, da ist das alles erlaubt. Ja? Dann gähnst du mal ganz doll und streckst dich und ziehst dich mal so in die Länge. Genau so. Und da geht noch ein bisschen mehr, weil streck dich mal richtig zur Seite auch. Genau, super. Und zur anderen Seite. Genau. Und dann fällst du einmal wieder so plopp in dich zusammen. Ach ja. Und dann fängst du wieder an, deinen Kopf ein bisschen zu bewegen. Und deine Füße sind ganz
ganz, ganz, ganz locker und deine Finger sind ganz locker. Ja, und genau super, so wie der Wölfi das macht. Prima. Gut. Und jetzt stellen wir mal die Füße auf. Und jetzt stellen wir uns mal vor, so ganz zarter Regen, Wölfi, okay? Und jetzt klopfen wir nur mal mit den Zehen auf den Boden. Kriegst du das hin? Oder mit den Fersen, das ist auch eine Top-Idee, ne? Ganz zart, ja? Entweder mit den Fersen oder mit deinen Zehen. So ganz zarter Regen, der so plätschert, ja? Im Moment scheint ja ganz schön oft die Sonne, das ist ganz schön cool. Aber stell dir vor, so ein ganz schöner, zarter Sommerregen. Und der wird jetzt mal ein bisschen schneller. Der wird ein bisschen schneller. Eieiei, genau, der wird ein bisschen schneller. Genau. Genau. Und jetzt wird das richtig ein Gewitter. Und jetzt nimmst du mal die ganzen Fußsohlen oder der Wölfi, der macht das auch vielleicht in der Luft, ja. Und jetzt kommen Blitze dazu und deine Arme kommen dazu und alles kommt dazu. Boah, und es kommt mit ganz voller Donner und Blitze und Blau. Und jetzt lässt du wieder ganz locker und lässt dich mal nach vorne hängen. Und dann stell dir mal vor, wie so von innen heraus aus deinem Bauch, ja, aus deinem ganz tiefen Bauch, sieht sich da so eine, ja, wie so ein kleiner Baumstamm, der wächst hier so hoch, ja, und du richtest mal deine Wirbelsäule auf. Oh, wie schön das ist. Super, genau. Und vielleicht lächelst du auch ein bisschen. Okay, und dann gehen wir weiter. Du kommst, Wölfelein, in den Vierfüßlerstand. Und der geht so, indem du deine Hände abstellst und indem du deine Knie abstellst. Genau. Und den Wölfi, den siehst du jetzt von vorn und mich siehst du von der Seite. Super. Hm? Ja, und wer hätte das gedacht? Stell dir mal vor, du bist eine Katze, Wölfi. Stell dir das mal vor. So, und jetzt machst du erstmal einen ganz hohen Katzenbuckel. Und da bist du auch ganz frei. Ja, du stellst dir vor, wie so ein Katzenbuckel ist. Ja? So ein ganz, ganz doller Katzenbuckel. Wo geht denn dein Kopf dahin? Und vielleicht machst du dann auch schon ein paar Geräusche. So mau, mau. Ja, und du bewegst deinen Kopf dazu und schiebst dich noch weiter nach oben. Und dann schiebst du mal deine Schultern weit nach vorne, Wölfi, weit nach vorne und dein Brustbein auch nach vorne. Stell dir vor, du bist so eine ganz neugierige Katze und du schaust mal weit nach oben. Ah, ja, und die Katzen haben ja hier auch so einen Schwanz. Der Wölfi hat auch einen Schwanz, aber der bleibt jetzt hier. Und dann wackelst du auch mal hier so mit dem Schwanz. Ja, genau, super. Ja, du bist ganz interessiert, ganz neugierig. Was passiert denn da überall? Und dann schiebst du dich erstmal wieder so in so einen Katzenbuckel. Ach, ja, weit in so einen Katzenbuckel. Und das ist schön, das ist bequem. Und da bleibst du, da geht noch ein bisschen mehr, Wölfi, komm noch ein bisschen mehr in Katzenbuckel. Jawohl, super. Genau. Und dann bist du wieder die neugierige Katze. Ja? Und schau mal nach vorne, ob du da was siehst irgendwo. Und genau. Und dann streckst du wieder deinen Schwanz ganz weit nach oben und dann wackelst du so ein bisschen, weil du dich freust. Eieieiei. Und dann möchte sich die Katze jetzt mal ein bisschen dehnen. Du schiebst deinen Popo mal auf deine Fersen und machst deine Arme ganz lang nach vorne. Und dann legst du mal die Stirn ab und dann dehnst du dich mal, du ziehst dich mal so in die Länge und stell dir mal vor, dass deine Finger noch weiter nach vorne wandern, Wölfi, ganz weit nach vorne, super gut. Jetzt ist für den Wölfi ein bisschen schwierig mit seiner Schnauze hier, ne? Aber für uns geht das, ja? Oh, weil die Katzis, du bist ja gerade eine Katze, die haben ja eher so eine, nicht so eine lange Nase wie unser lieber Wölfi, ja? Und du legst sie ab, du wanderst nach vorne und dein Schwanz, dein Popo, ja, der Katzenpopo, der will ganz weit nach hinten. Oh. Und dann kannst du auch mal so ein bisschen so hier den einen Arm ein bisschen nach vorne kreisen und den anderen nach vorne kreisen. Und du kannst auch mal dein Bein ein bisschen schütteln, so wie Katzis das machen. So, ach, es ist alles so schön. genau, super. Und das andere Bein. Oh. Und dann kannst du dich ein bisschen bewegen. So, stell dir wirklich vor, du kuschelst dich hier so auf den Boden. Manchmal machen Katzen ja auch so ein bisschen komische Positionen. Ne? Jawohl. Genau, und so bist du jetzt unterwegs wie der Wölfi auch in die Bauchlage. Ach, und dann kommst du erstmal in die Bauchlage. Alles gut bei dir, Wölfi? Super, okay, gut. Und hier in der Bauchlage parkst du erstmal einen Moment
und schaust nochmal so, ob alles okay ist, wie es dir geht. Vielleicht möchtest du was trinken, vielleicht möchtest du mal kurz eine Pause machen, dann kannst du hier ein bisschen träumen. Wir stellen uns jetzt vor, wir wären eine Kobra. Okay, Welfi? Yes, okay. Ja, und eine Kobra hat ja keine Arme und keine Beine. Ne? So, und jetzt als kleinen Tipp, stellst du mal deine Hände ganz nah an deinen Oberkörper. Ja? Genau, ganz nah, so wie Wölfi, super. Und jetzt möchtest du nach vorne, Wölfi. Ja? Du siehst mich wie dein Profil, ich will zum Wölfi und Wölfi will zu dir. Und jetzt schaust du erstmal mit deinem Kopf nach oben. Oh, genau. Und dann schiebst du weiter, drückst deine Hände in den Boden und jetzt zieh mal die Matte mit deinen Händen nach hinten zu deinem Popo. Oh, und dann kannst du ein ganz kleines Stück nach vorne. Und dann machen wir wieder eine Pause. Die Kobra, die ist auch ein bisschen müde. Und dann kommen die Hände ein bisschen hinterher. Und dann heb mal wieder deinen Kopf an. Dann kannst du auch so ein bisschen so einen Ton machen. Und dann schieb dich mal weiter nach oben. Und zieh die Matte zu deinem Popo, zu deinen Füßen. Und dann willst du noch weiter nach vorne. Und wieder ablegen. Und dann entdeckt die Schlange mal weiter vorne so eine Maus. Die essen ja gerne Mäuse, ne? Müssen wir ja mal die Wahrheit sagen. Und dann hebt sie ganz interessiert mal den Kopf an, ja, und sieht die Maus vorne und drückt sich wieder nach oben. Und dann kommt vielleicht ihre Zunge auch so ein bisschen. Das geht jetzt bei Wölfen nicht. Ja. Und dann schiebt sie wieder die Matte nach hinten und zieht sich nach vorne und, oh, und hat diese Maus. Und dann bleibt sie mal liegen und legt sich ab und futtert diese Maus ganz genüsslich mit Augen geschlossen. Und dann machst du auch mal diese Futtergeräusche. Du isst. Und stell dir mal vor, das ist das Lieblingsessen von der Kobra. Und stell dir mal dein Lieblingsessen vor. Vielleicht sind es Spaghetti, vielleicht ist es Himbeereis oder Schokoeis. Ich esse total gerne so chinesisches Essen. Ja, und dann stell ich mir mal vor, das ist so ein Hähnchencurry. Und dabei kannst du mal wahrnehmen, wie schön das ist, wenn deine Wangen sich bewegen. Deine Augen, deine Nase, kannst auch gern die Augen schließen. Und dann schluckst du mal ordentlich runter. So. Und jetzt wollen wir mal zum nächsten Tier. Okay, Wölfi? Und jetzt werden wir, Zauberei, ein kleiner Hund. Und da drückst du deine Hände in den Boden, ja, schiebst deinen Popo nach hinten. Wölfi, komm mal ein bisschen weiter nach vorne auf deiner Matte, bitte, mit deinen Händen. Sonst stößt du dir den Popo an. Genau, die Zehballen stellst du auf und dann schieb mal ganz, ganz sachte deinen Popo ein bisschen nach hinten oben, nach hinten oben, genau. Ah, und wenn du ein Welpe bist, das entscheidest du ja selber, dann kannst du deine Ellbogen ablegen. Wenn du ein großer Hund bist, dann kannst du deine Hände aufstellen. Ja, und dann kannst du auch mal hier ein bisschen dich putzen. Ja, die putzen sich gerne mit der einen Hand, mit der anderen Hand. Kannst auch mal ein bisschen dich bewegen wie ein Hund. Du bist auch hier nicht festgeklebt. Du kannst ein bisschen wandern, ein bisschen springen. Und du kannst, wenn ihr das zu zweit macht, könnt ihr Fangen spielen. Ja, wir sind mal jetzt ganz korrekt und bleiben auf unseren Matten, ne, Wölfi, genau. Super. Und jetzt, oh mein Gott, jetzt muss der Hund mal pullern. Ja, und jetzt hebst du mal dein rechtes, das ist bei mir das linke, frag die nicht sehr, ja, an, dein rechtes Bein an, das ist sehr genau, und dann holst du das mal zur Seite, oh, und jetzt beugst du das Knie und pullerst mal nach hinten oben, du pullerst und pullerst und pullerst. Wölfis Hund hat schon längst ausgepullert, ja, oh, und jetzt abstellen, oh, und dann kannst du noch mal so ein bisschen dich recken und strecken, oh, und dann kannst du dich auch mal nach vorne schieben, oh.
so wie so ein Hund das macht. Und nochmal nach hinten. Und den Pöppes, da ist ja auch ein Schwanz dran beim Hund. Ne? Ah, nochmal weit nach hinten oben schieben. Und dann bring mal ganz viel Platz zwischen deine Füße. Und jetzt verwandeln wir den Hund mal in einen Frosch. Und du springst mal so leise wie möglich nach vorne. Genau. Fast leise. Und nochmal zurück in den Hund. Und dann bist du weit vorne. So, und dann bist du erstmal so in dieser Froschposition, super Wölfi. Und dann kommst du auf deine Füße. Und der Frosch, der ist ja ganz müde. Ach, der ist ja hier noch ganz matt. Und hat noch gar nicht so Bock drauf, irgendwie wach zu werden und seine Welt zu erkunden. Aber er weiß, dass das jetzt sein muss. Und dann fängt er mal an, so ein bisschen seine Arme gegen die Knie. Er macht sich so ein bisschen, er räkelt sich und streckt sich. Und er schiebt mal seine Nase hoch zur Decke und öffnet die Augen in den Himmel. Ja? Ah, stell dir mal so richtig vor, wie der Frosch sich zur Sonne hochreckt. Oh, und dann streckt man hier deinen Arm. Das ist so ein Fühler. Wie nennt man das eigentlich bei Fröschen? Weiß ich gar nicht. Du nennst das so, wie du das willst. Und die andere Seite mal weit öffnen. Oh. Und dann drückt er, und das ist sein Morgenritual, drückt er mal die Hände aneinander. Und das kann, so, das siehst du beim Wölfi richtig gut. Und der, mein Frosch, der macht jetzt noch was, was der Wölfi nicht so gut kann. Vielleicht doch. Der verschränkt mal die Finger. Ja, super. Und dann schiebt er die verschränkten Finger nach unten und macht so mal, bringt ganz viel Platz zwischen seine Beine hier. Oh. Und dann kann er hier so ein bisschen sich bewegen, seinen Po mal ein bisschen wackeln lassen. Quack. Quack. Und dann lässt er seine Hände wieder sinken. Und hat erstmal ein bisschen Pause auf dem Stein, wo er gerade sitzt und schaut und beobachtet. Quack. Quack. Da kannst du dir Töne überlegen, du kannst noch einen Moment da bleiben, wie du möchtest. Unser Frosch entdeckt plötzlich am Himmel die Sonne. Und dann wächst er ganz langsam nach oben. Ganz langsam wächst der Frosch nach oben. Und dann schaut er mal nach unten und dann sieht er unten, dass da gar kein Wasser mehr ist, sondern dass da Erde ist und dass um ihn rum der Wald ist. Ja, um ihn rum ist der Wald. Und dann bringt er seine Füße zueinander und plötzlich sind das gar keine Füße mehr und Beine, sondern das sind Wurzeln. Und du stellst dir jetzt mal vor, dass du ein Baum wirst. Erstmal so ein ganz kleiner Baum. Okay, Wölfi? Okay. Ja. Und du verwurzelst dich richtig in den Boden. Du verwurzelst dich richtig in den Boden. Stell dir vor, wie so aus deinen Füßen, aus deinen Schuhen, Wölfi, in den Boden ganz tiefe Wurzeln wachsen. Die gehen ganz tief bis zum Mittelpunkt der Erde. Ja, und die halten dich. Bist du ganz stark. Mhm. Wölfi, bleib mal im Profil. Ich drehe mich wieder zu dir. So, und da kannst du mal so ein bisschen wackeln, es passiert nichts, du stehst ganz fest da. Du stehst nicht verkrampft da, ja, sondern du stehst fest da. Das heißt, es ist egal, was passiert, da kann auch ein bisschen Wind kommen. Und du stehst da und nichts kann dich umhauen. So, und so ein Baum, der hat ja auch Äste. Ja, und jetzt hol mal deine Schultern hoch und stell dir vor, deine Arme sind so Äste. Du kannst deine Augen schließen und deiner Fantasie mal freien Lauf lassen und die Äste bewegen sich und deine Finger sind noch ganz, ganz viele kleine Äste. Vielleicht ist es ja auch eine Kastanie, die du da entwickelst gerade. Vielleicht ist es auch ein Apfelbaum. Ja, und dann sind deine Finger die Früchte oder die Äpfel oder was auch immer. Alles ist möglich. Alles geht. So, oh, und dann stell dir mal vor, es kommt so ein bisschen Wind.
und die Äste bewegen sich. Und dein Kopf ist auch, der ist wie so eine Baumkrone. Ah. Ja. Und dein Baum steht ganz fest verwurzelt da und der genießt diesen Wind, der genießt so ein bisschen auch dieses, was er vielleicht manchmal gar nicht mag. Das ist so ein Moment Unsicherheit, wenn der Wind kommt, aber er weiß, er steht ganz fest da. Und jetzt darfst du mal gähnen und dich strecken. Und plötzlich bist du du. Der Wölfi ist der Wölfi und ich bin die Steffi. Und wir ziehen uns mal ganz weit nach oben in die Länge. Jawohl. Und dann lässt du mal deinen Kopf und deinen Rücken und alles nach unten fallen. Ja, und diese verwurzelten Beine, ja, die Wurzeln, die bleiben jetzt erstmal da. Aber dein Rücken hängt und dein Kopf, der hängt und du darfst jetzt gerne ein bisschen schwingen, ein bisschen hängen. Ja? Du darfst auch mal nach vorne und nach hinten schwingen. Super, Wölfi, super. Und nimm wahr, dass dein Körper, genau wie der Baum, ja, der hält dich, du fällst nicht um. Und von hier aus gehst du noch ein bisschen tiefer, stützt dich ab, setzt mal den Popo ab. Oh, setz den Popo ab, Wölfi. Yes! Und jetzt kommst du mal in die Rückenlage, lieber Wölfi. Du legst dich auf den Rücken. Genau. Super. Super. Ja? Und jetzt liegst du auch auf dem Rücken. Und genau wie der Wölfi stellt ihr euch, also der Wölfi und du, ihr stellt euch mal vor, ihr seid so ein Marienkäfer. Und dieser Marienkäfer, der liegt zu gerne auf dem Rücken und streckt alles, was er an Beinchen hat, in die Luft. Alles, was er an Beinchen hat, auch die Arme sind Beinchen, in die Luft. Und bewegt das ein bisschen überall hin, ja, in alle Richtungen, das liebt er. Ja, so ganz weiche Bewegung. Ja. Und vielleicht muss er wieder gähnen, bewegen in alle Richtungen. Du bist der schönste Marienkäfer der Welt. Und dann wird der Marienkäfer müde. Und stellt die Füße ab und legt die Beine ab, die Arme ab. Und streckt die Beinchen ganz lang aus. Und dann holt er nochmal die Arme lang hinter seinen Kopf. Genau. Und plötzlich nimmt der Marienkäfer wahr, dass er so wie so ein Gummiband ist, ja. Und wie ein Gummiband zieht er sich jetzt nochmal auseinander, ja, in der Rückenlage, in alle Richtungen. Die Arme gehen in die eine Richtung, die Füße in die andere Richtung, Beine, Kopf. Macht sich ganz lang, einmal ganz lang machen. Dabei sind die Augen schon so ein bisschen geschlossen. Und dann legt er sich ab. Ganz langsam. Und jetzt stell dir mal vor, lieber Wölfi und liebe du, du bist ein Schwamm. Und ein Schwamm, du bist in der Rückenlage, du liegst auch, nur ich sitze. Aber ich bin vollkommen egal. Ein Schwamm, der ist ganz weich und ganz aufnahmefähig. Und deshalb brauchst du so ganz, ganz, ganz lockere Füße, lockere Beine, einen lockeren Popo. Ja, und da musst du gar nichts mehr bewegen, sondern du stellst dir einfach vor, so schrittweise, wie dein Körper ganz locker wird. Jetzt ist dein Popo gerade ganz locker geworden.
dein Bauch, deine Brust und dein Rücken, ja, der ist wie, der gehört auch zu dem Schwamm und jeder Wirbel, ja, du hast 24 bewegliche Wirbel, legt sich, der Wölfi übrigens auch, legt sich richtig langsam locker. Deine Schultern sind ganz locker, deine Arme, deine Hände, deine Finger, dein Kopf, dein Kiefer wird ganz, ganz locker. Ja, wenn du nicht weißt, was dein Kiefer ist, dann öffne mal deine Lippen und das, was jetzt so nach unten hängt, das ist so dein Unterkiefer. Ja? Und das, was du so im Mund hast, das ist deine Zunge, das weißt du. Und wenn die jetzt am Gaumen oben klebt, das ist so in deinem Mund oben, dann löse mal deine Zunge vom Gaumen und leg die mal nach unten so ab, als würde die so in dem Mundraum unten jetzt auch ganz locker zur Ruhe kommen. Ja? Und deine Wangen sind ganz ruhig. Deine Nase ist ganz weich. Deine Augenlider, die decken deine Augäpfel zu, ganz locker. Und deine Haare und dein Fell, Wölfi, schmiegen sich an den Boden. Wie ein Schwamm. Und jetzt beobachtest du mal ganz liebevoll und achtsam. Achtsam bedeutet so ganz besonders aufmerksam deine Atmung. Ja? Und du beobachtest mal, wie du einatmest und wie du ausatmest. Und wenn du magst, dann zähl mal deine Ein- und deine Ausatmung. Und das ist das Einzige, worauf du dich konzentrierst. Auf deine Atmung. Und dann lässt du mal das Zählen sein und dann fängst du an, deine Zehen zu bewegen, deine Finger zu bewegen, deinen Kiefer zu bewegen, deine Füße, deine Hände. Holst nochmal deine Arme lang hinter deinen Kopf und streckst dich. Vielleicht möchtest du gerne, stell dir vor, du wirst gerade wach in deinem Bett. Und dann kommst du mal auf deine rechte Seite. Du kuschelst dich mal auf deine rechte Seite, Wölfi. Du ziehst die Knie zur Brust und benutzt deine Arme als Kissen, so wie es für dich schön ist, genau. Und du auch. Und da bist du so ganz, ganz bei dir und beschützt dich. Ja, weil das Wichtigste ist, dass du dich selber beschützt. Klar, deine Eltern beschützen dich und deine Geschwister und vielleicht deine Haustiere, deine Großeltern. Aber am allerwichtigsten ist, dass du dich selber beschützt. Und weil es so toll ist, dass es dich gibt und du dich selber beschützt, schenkst du dir mal eine ganz tüchtige Umarmung. Und dann kommst du ganz langsam in eine sitzende Position. Vielleicht hast du die Augen noch geschlossen, vielleicht sind sie auch geöffnet. Und dann bringst du deine Hände, deine Handinnenflächen aneinander vor deiner Brust, vor deinem Herzen. Und dann schenken wir uns alle nochmal unser allerschönstes Lächeln und öffnen die Augen. Namaste. Wölfi, vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank, ihr Lieben. Schön, dass ihr da wart. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss.